Er ist nicht der typische Kreisläufer, kein absolutes Kraftpaket. Seine Stärke, die Beweglichkeit. Die kommt nicht von ungefähr, denn Christoph Theuerkauf ist seit 2005 ausgebildeter Gymnastiklehrer. Deshalb weiß er auch, warum Bankdrücken die Lieblingsübung vieler Handballer ist. Es gibt eigentlich viel effektivere Übungen, so wie Kabelzug oder Seilzug oder so. Ist eigentlich viel effektiver, aber sieht man halt am Strand nicht. Das lassen wir einfach mal so stehen. Momentan lässt der Alltag als Handballprofi es nicht zu, dass Theuer in seinem gelernten Beruf arbeitet. Dennoch ist dem gebürtigen Magdeburger die Notwendigkeit eines zweiten Standbeins bewusst. Ich kann jedem nur raten, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium anzufangen oder auch halt bis zum Ende durchzuziehen, weil der Sport wird immer schneller, immer gefährlicher. Verletzungen passieren auch einfach immer einfacher und deswegen kann so ein zweites Standbein echt Gold wert sein. Zunächst bleibt der 33-Jährige aber dem Handball treu. Emotionalität ist sein Stichwort. Kaum ein Spieler der Liga strahlt sie mehr aus. Ja, ich bin schon ein sehr emotionsgesteuerter Mensch, das würde ich schon sagen, aber man wird im Alter auch ruhiger. Ich bin jetzt 33. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es, in der Handball-Bundesliga zu spielen und das genieße ich und dadurch kommen einfach die Emotionen. Also man trainiert Tag für Tag, Woche für Woche auf gewisse Highlights hin und für mich ist das Highlight einfach, dieses Bundesliga-Spiel dann bestreiten zu können. Und dann freue ich mich über positive Dinge und ärgere mich halt auch über Dinge, die nicht so gut laufen. Das ist einfach mein Naturell. Ein Mann, zu dem auch die Mitspieler aufschauen. Doch ein Lehrmeister für die jüngeren Kollegen will er nicht sein. Erfahrung müssen sie selbst sammeln, so Theuerkauf. Trotzdem hat er für sie immer ein offenes Ohr. Eine ganz andere Seite an sich selbst hat der Tattoo-Fan erst in Lemgo entdeckt. Abschalten beim Spaziergang an der frischen Luft. In Ruhe die Seele baumeln zu lassen, hilft ihm inzwischen am besten, Kraft für sportliche Aufgaben zu sammeln. Und die meistert er mit dem TBV in der Saison bisher gut. Ja, jetzt kann ich wieder eine Floskel raushauen, dass Zufriedenheit der Killer jeder Entwicklung ist. Aber ich glaube, wenn man die letzte Saison nochmal im Rückspiegel betrachtet, hatten wir, ich glaube, am 26.12. 10 Punkte. Jetzt sind wir aktuell Mitte November und wir haben schon 13 Punkte. Und deswegen sind wir zufrieden, wissen aber auch, dass die letzten Spiele nicht das Gelbe vom Ei waren. Der Familienmensch brennt für das, was er tut. Ob Handball, Gymnastikmatte oder Freizeit. Leidenschaft steht bei Christoph Theuerkauf immer an erster Stelle.